Papa, was ist das für ein Stein? Oh, das ist weitaus mehr als nur ein Stein. Es ist ein Legostein. Ein Legostein? Ja, ein Legostein. Man könnte meinen, es sei ein ganz normaler Sonntag. Die Sonne geht unter, die Vögel zwitschern und das komische Nachbarskind nervt mit seinem neuen Scooter die ganze Nachbarschaft. Währenddessen sitzt du in deinem Zimmer und spielst mit Lego. Doch, was für Außenstehende aussah wie eine schlecht vertonte Schlacht auf dem Todesstern, war in unseren Köpfen ein gigantisches Lore-Ereignis im Lego-Universum. When I met you in the summer, 'cause you're a sky, Anakin's gone. 'Cause you're a sky, I'm what remains. They don't dance and tell my life. Lego. Ein Name, dem wir alle individuelle Erinnerungen widmen. Ein Name, der uns entweder mit positiven oder negativen Gefühlen erfüllt. Und die Betreffzeile lautet Lego gegen Held der Steine. Verblüffend. Der dänische Weltkonzern Lego hat einem Klemmbausteinladen aus Wien den Kampf angesagt. Der Laden, die Klemme, schließt mit Ende Dezember. Aber dennoch ein Name, der ewig in unseren Kindheitserinnerungen verankert bleiben wird. Aber bevor wir uns diesen Erinnerungen widmen, sollten wir verstehen, wie Lego zu Lego wurde. Willkommen beim ersten Part des Videos, eine Reise in die Vergangenheit von Lego. Wir schreiben den 7. April 1891, den Tag, an dem Ole Kirk Christensen als eines von 9 Geschwistern zur Welt kam. Bursches erstes Wort! In den folgenden Jahren entwickelte er sich gemäß den damaligen Zeitumständen. Na, warte! Und er lernte mithilfe einer seiner Brüder das Tischlerhandwerk. Eines Tages lief ihm dann eine Frau über den Weg, die er so schnell nicht mehr vergessen würde. Christine. Und da damals alles irgendwie schneller ging, willst du meine Frau werden, Kinder bekommen, ein Haus bauen? Standen sie kurz darauf als glückliche Familie mit beiden Beinen im Leben. Dieses Glück sollte jedoch nicht von langer Dauer sein, da eines der Kinder eines Abends Lust hatte, mit Feuer zu experimentieren. In Oles Werkstatt. Ups. Wo alles aus Holz ist. Die Werkstatt brannte ab und der Wiederaufbau folgte kurz darauf. Ein viertes Kind wurde gespawnt und damit auch ein weiterer Schicksalsschlag. Papa! Ja, Bursche! Wieso nimmt Mama Damage? Das lag daran, dass Christine leider kurz nach der Geburt ihres vierten Kindes starb. Ole war jetzt also auf sich allein gestellt und hatte die komplette Verantwortung über 4 Kinder. Er stellte eines Tages eine Holzente her und bemerkte, wie viel Spaß seine Kinder an dieser hatten. Wodurch er, zur zeitlichen Einordnung, 1932 anfing, Holzspielzeuge zu kreieren. Jedoch muss dein Name her. Und kennt ihr das, wenn ihr durch einen Zufall einen echt coolen Gamertag gefunden habt? Ole jedoch schon. Er leitete nämlich Leggott, was auf Deutsch so viel bedeutet wie Spielgut, zu Lego ab. Eigentlich schon cool genug, jedoch fiel ihm kurz darauf auf, dass Lego auf Lateinisch zusammensetzen bedeutet. Was natürlich im Ausblick auf die Zukunft viel Sinn macht. Gottfried, der Sohn mit der Brille, wurde relativ schnell zu Oles rechter Hand und stellte bereits mit 17 seine eigenen Spielzeuge her. Damals war alles besser. Ein paar Jahre später hat das Unternehmen bereits 10 Mitarbeiter. Bis die Werkstatt 1942 erneut abbrennt. Sie wurde jedoch in Lego-typischer Manier wieder aufgebaut. Puh, jetzt geht's bergauf! Dachte sich Ole nach getaner Arbeit, woraufhin die Werkstatt erneut abbrannte. Und natürlich wieder aufgebaut wurde. Lass uns lieber Plastikspielzeuge herstellen, vielleicht brennt es dann weniger. Schweig, Bursche. Nach dem dritten Aufbau wurden die 10 Mitarbeiter wieder eingestellt und es fing an für Lego wirklich bergauf zu gehen. Während Ole weiterhin an Holzspielzeugen festhielt, war Gottfried bereits auf der Suche nach einer neuen Innovation. Plastik. Gesagt, getan, konnte sich Lego 1947 als das erste Unternehmen in Dänemark mit einer Kunststoff-Spritzgussmaschine bezeichnen. Die Maschine war definitiv kein Fehlkauf, denn der erste Lego-Stein wurde kurz darauf hergestellt. Sorry, aber der Beatdrop war einfach gerade zu perfekt. Gottfried hatte inzwischen selber einen Sohn und eines Tages bemerkte dieser die Schwachstelle des Legosteins. Der Scheiß ist instabil! Denn es gab noch nicht diese Noppen auf der Unterseite. Also forschte Gottfried an einer Lösung. Burschen, Familienfoto. Und da bei Lego nichts ohne Schicksalsschläge oder abgefackelte Produktionsstätten passiert, starb Ole Kirk Christensen kurz darauf im Alter von 66 Jahren.
und die Werkstatt brannte erneut ab. 1961 wurde dann das Patent für den ersten uns heute bekannten Legostein angemeldet. Gottfried entschied sich nach dem Wiederaufbau, Holzspielzeuge komplett aus dem Sortiment zu streichen und sich voll und ganz auf die Entwicklung der Plastikspielzeuge zu fokussieren. Das war nicht nur eine wichtige Entscheidung in Bezug auf den Erfolg von Lego, sondern auch in Bezug auf das Brandrisiko. Es gab daraufhin nie wieder einen Brand. Unter Gottfrieds Führung wurde dann 1962 das erste Legoland eröffnet, ein Redesign zu einem uns heute bekannten Logo durchgeführt und der Weltrekord für die Produktion der meisten Reifen aufgestellt. Also in Konkurrenz mit Michelin oder Pirelli. Daraufhin ging das Unternehmen in die dritte Generation. Die erste uns bekannte Minifigur wurde hergestellt und Gottfried Kirk Christensen verstarb 1995 im Alter von 75 Jahren. Sein Sohn führte das Vermächtnis seiner Vorfahren jedoch erfolgreich weiter und es wurden unter seiner Leitung in den kommenden Jahren insgesamt über 400 Milliarden Legosteine verkauft. Zur Verdeutlichung, damit könnte man zum Mond und zurückreisen. Und zwar 10-mal. Dann wurden die ersten Lizenzen gekauft und plötzlich gab es Ende der 90er Lego Star Wars, Lego Winnie Pooh und Lego Harry Potter. Anfang der 2000er stand das Unternehmen dann vor einem beinahe sicheren Bankrott. Jedoch gab es einen Retter. Lego Bionicle. Eine legendäre Themenwelt, die tatsächlich ein sehr entscheidender Faktor in der Rettung von Lego war. 2004 wurde dann Jorgen Wick Knutsdorp zum CEO ernannt und das Unternehmen war erstmalig kein Familienbetrieb mehr. Und genau deshalb ist dieser Stein weitaus mehr als nur ein Stein. Nur deshalb? Soweit ich mich erinnere, ja. Obwohl, warte mal. Ich erinnere mich wieder. Man könnte meinen, es war alles nur ein Traum. Und dennoch teilen wir alle dieselben Erinnerungen in Bezug auf Lego. Kann ich das haben? 100 Euro? Das sind 200 D-Mark. Nein. Es wird also Zeit, genau diese Erinnerungen wieder zu erwecken. Willkommen beim zweiten Part des Videos. Eine Reise in unsere Vergangenheit mit Lego. Endlich! Und um diese zu verstehen, müssen wir bei den Grundlagen anfangen und die Sets kategorisch aufteilen. Es gab beispielsweise die Sets, die man mit etwas Glück beim Einkaufen oder zu kleineren Anlässen bekommen konnte. Wird schon nicht auffallen. Die Sets, die man nur bei größeren Anlässen wie Geburtstag und Weihnachten bekommen konnte. Da seid ihr neidisch. Was? Und die Sets, die einfach unerreichbar waren. Wie zum Beispiel der Todesstern, welcher gleichzeitig auch die größte Lüge im Intro war. Den hatte ich nicht. Niemand hatte den Todesstern. Wenn man dann einige Sets gesammelt hatte, gliederten sich relativ schnell zwei Fraktionen von Kindern. Die einen, die alle Sets ordentlich und im vollen Bestand im Regal stehen hatten. Unbespielt und wie neu. Und die anderen, bei denen die Sets bereits nach kurzer Spielzeit. Die sind mir zu ganz. Das Imperium schlägt zurück! Zerstückelt im Lego-Friedhof, aka in einer Kiste oder Tonne mit Lego-Steinen gelandet sind. Natürlich hatte diese Zerstörung der ursprünglichen Sets einen Sinn. Man dachte eben, dass man mit seinen jungen Jahren etwas garantiert Besseres als gelernte Lego-Ingenieure entwerfen konnte. Das hat meistens jedoch eher mäßig gut geklappt. Und wie jeder weiß, hat man die Sets nicht für die Lego-Steine gekauft. You thunder against me! Sondern für die Minifiguren. You have done that yourself. Unabhängig von Größe und Kosten des Sets, ein riesiges Set, waren diese das eigentliche Highlight. Aber wie sah es aus, wenn man diese auf andere Wege erlangen wollte? Dann musste man entweder ziemlich kreativ oder unmoralisch werden. Let's do this. Auf dem Schulhof war es eine gängige Methode, seine unwertvollen Figuren hochzustapeln. Mit den passenden Argumenten, ein Unikat, nur einmal auf der Welt erhältlich, war die eigene Figur dann plötzlich unheimlich viel wert. Also angeblich. Und man konnte sie mit irgendwem, der eine tatsächlich wertvolle Figur hatte, tauschen. Moralisch ziemlich verwerflich. Aber das waren die Tauschgeschäfte sowieso. Nicht so unmoralisch war der zweite Weg. Die Magnetsets. Sie bestanden aus drei Figuren aus verschiedenen Themenwelten und boten mit einem Preis von 9,99 € ein aus heutiger Sicht surreal gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber Achtung, es gab zwei Phasen. Die erste Phase, in der die Beine am Torso festgeklebt waren und in den Beinen selber ein Magnet verankert war. Es macht mir keinen Spaß mehr, mit dir zu spielen. Du bist keine echte Minifigur. Und die zweite Phase, in der sich der Magnet lediglich an diesem grauen Stein befand und man für 9,99 € drei vollwertige Minifiguren erhalten hat.
Der vorletzte und vermutlich auch kannibalischste Weg waren die Schlüsselanhänger. Jetzt ist mein Schlüssel cooler. Obwohl sie ursprünglich dazu entwickelt wurden, eine halbwegs lebendige Lego-Figur im Schlüsselbund zu tragen. Was hängt da? Oh! Gab es immer ein Kind, das dir bei den unmoralischen Tauschgeschäften weismachen wollte, dass es eine extrem seltene Minifigur hatte. Der gegen deinen Boba Fett. Allerdings hat die große Metallkugel im Kopf immer verraten, ups, dass sein Vater ihm am Abend zuvor geholfen hat, den Schlüsselanhänger rauszudrehen. Natürlich gab es dann noch eBay. Es war jedoch damals noch nicht das, was es heute ist. Sondern ein magischer Ort, von dem unsere Eltern in der Vergangenheit tatsächlich mehr verstanden haben als wir. Keine Sorge, den überbiete ich. 9 von 10 Vätern waren nämlich professionelle Bieter. Meist ausgestattet mit einer Sammlung bunter eBay-Sterne, konnte dein Vater dann genau zur richtigen Millisekunde das passende Gebot abgeben. Und die Figuren... Höchstbietender! ...gehörten dir. Dafür will ich den gelben Stern. Falls jedoch keine anstehenden Anlässe vorhanden waren und man moralisch auf dem Weg der Besserung war, bot Lego ebenfalls kostenlose Unterhaltung. Entweder über den Fernseher. Ein gutes Tiefseeerkundungsteam reist mit mehr als einem U-Boot. Und wir sind die Besten. Doch ein echter Klonkrieger ist nicht klein zu kriegen. Der Junge gefällt mir. Erinnert mich an mich selbst. Lange bevor die Zeit einen Namen hatte, wurde Ninjago vom ersten Spinjitzu-Meister gegründet, indem er die 4 elementaren Waffen benutzte. Oder über die legendären Lego-Hefte. Leute, die den hatten, studieren heute Informatik. Mit diesen konnte man dann entweder den vollen Ruhm in der Schule genießen. Ja, ich hab's. Oder aber auch absolut unrealistische Wunschlisten erstellen. Und wo wir gerade bei Weihnachten sind, geht an dieser Stelle ein Shoutout an die Lego Adventskalender raus. Die waren zwar echt cool, also wenn eine Minifigur im Türchen war. Allerdings war das Produktdesign so mäßig, weil so ziemlich der gesamte Inhalt über die komplette Verpackung gespoilert wurde. Und falls man mehrere Tage hintereinander nur diese langweiligen Miniatursets im Kalender hatte, Mist, gab es unter Kennern den türchenübergreifenden Griff, mit dem man dann mit ein wenig Fingerspitzengefühl von der 6 an die 24 kam. Aber was ist das? Wieso liegt unterm Weihnachtsbaum eine PlayStation 2 und kein Todesstern? Weil auf dieser Konsole die legendärsten Lego-Spiele rausgekommen sind. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber alle zukünftigen Lego-Spiele sind nur untertan. Von Lego Star Wars der kompletten Saga, Lego Batman und Lego Indiana Jones. Achso, dann gab's noch Lego Universe, aber hier sagt den meisten vermutlich nur das Bild aus dem Lego-Katalog etwas, da das Spiel damals an ein Abo gebunden war. Wie kündige ich das Abo? Und Abos damals noch ziemlich verrufen waren. Nicht ganz so gefährlich war Lego Island, aber das Spiel kennen vermutlich nur die ganz alten Zuschauer. Plötzlich tauchten in jedem Geschäft, das ein Kind potenziell betreten könnte, gelbe Pappaufsteller mit Plastiktüten auf. Die Minifiguren waren geboren. Das Prinzip war simpel. In verschiedenen Serien konnte man aus Mystery Bags eine von 16 Minifiguren ziehen. Es gab dann immer eine favorisierte Figur, die man unbedingt haben wollte. Toi, toi, toi. Und nach langem Betatschen aller Verpackungen wurde man dann meistens von seinen Sinnen getäuscht. Was ein Scheiß. In Serie 10 gab es dann eine goldene Figur namens Mr. Gold. Irgendwie wusste man schon damals, dass sie wertvoll ist. Jedoch nicht, dass sie so wertvoll ist. Mit dem Aufstieg des Internets fingen Leute auch an, Lego-Content auf YouTube zu kreieren. Es gab natürlich Leute, die lediglich ihre Bauwerke zeigen. And here's my ship I built. And look what I built. And this is what he built. Was soll das sein? I know. Oh. Leute, die Reviews zu bestehenden Sets abgaben. Welt, ich grüße euch. Es ist ein großartiger Tag hier im schönen Frankfurt am Main, im Herzen von Europa. Hier habe ich mein kleines Leben. Oh. Leute, die Sets aufbauten. Und Leute, ich meine Legenden, die Xuba und Satsi Nambis, die Lego komplett zweckentfremdet haben. Hi, Martin hier. And today I want to show you the Dinosaur Superior. What's going on, guys? Zotzi Nambis here. And today I built one of the 9 specialist weapons from Black Ops 3. Aber was passiert, wenn man ein Handy vor seine Legos stellt und etwa 16 Bilder in eine Sekunde quetscht? Richtig, man erhält eine Lego-Figur, die sich scheinbar ohne externe Hilfe bewegt. Stop Motion. Bereits in den frühen Anfängen von YouTube fingen YouTuber an, ihre Stop-Motion-Videos hochzuladen. Es war relativ einfach zu unterscheiden, ob diese von Profis oder eben von Kindern erstellt wurden. Entdeckung! Alles in allem unterstützt jedes dieser Werke dennoch meine These zu Lego. Und wo wir gerade dabei sind, mein Intro könnte potenziell auch so entstanden sein, oder? Könnte. Jedoch wurde es im Blender erstellt.
der gleichen Software, die auch der damals 14-jährige YouTuber Preston Mutanga, aka Lego Me the OG, benutzte, um Kurzfilme zu unter anderem Spider-Man zu kreieren. Diese Kurzfilme waren so gut, dass Marvel ihn eine Szene für Spider-Man Across the Spider-Verse animieren ließ. Was ich damit verdeutlichen möchte ist, dass Lego unabhängig von firmeninternen Interessen, Preiserhöhungen oder sonstigen negativen Schlagzeilen ein Ziel in uns kontinuierlich auf jedem Weg gefördert hat. Die Kreativität. Ein Kind wie du und ich, das sich einst mit seinen Freunden traf, um mit Lego zu spielen, ist vermutlich mit einer besseren und kreativeren Kindheit aufgewachsen als ein Kind, das ausschließlich mit der Digitalisierung groß geworden ist. Oh. Wir sollten dankbar sein für all die Erinnerungen, die uns durch eine Idee von Ole Kirk Christensen irgendwo in Dänemark ermöglicht wurden. Beenden wir dieses Video also da, wo wir es angefangen haben. Sir, ich denke, wir haben unsere Mission erfüllt. Okay, jetzt einmal persönlich, Leute. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support über die letzten Monate. Ich liebe es, diese Videos zu kreieren und bin gespannt, wo unsere Reise noch hinführt. Falls ihr ein Teil von ihr werden wollt, lasst gerne ein Abo da, denn ich verfolge weiterhin nur ein Ziel.